Ja, schönen guten Morgen, liebe Genossinnen und Genossen. Ich glaube, dass das Thema Europa und der Europawahlkampf immer ein schwieriges Thema war für die Linken, auch mal aufgrund der politisch-inhaltlichen Position, die wir innerhalb der Partei zu diesem Thema haben. Zum anderen war es aber auch immer schwierig für uns, eine maximale Mobilisierung in diesem Wahlkampf zu erreichen. Umso wichtiger ist es, dass wir uns verständigen, dass wir in diesen Wahlkampf geschlossen mit einer gemeinsamen Position gehen. Und ich glaube, das ist auch besonders wichtig vor dem Hintergrund der objektiven Situation, die wir gegenwärtig haben. Denn die Europäische Union ist in einer schwierigen Krise. Manche sagen, das ist sogar die schwerste Krise seit ihrem Bestehen. Wir haben gegenwärtig die Diskussion über den Brexit. Das steht kurz vor der Entscheidung. Es ist völlig unklar, wie das ausgeht, ob es den sogenannten kalten Brexit geht mit bisher noch nicht absehbaren Folgen, ob es eine Vereinbarung gibt, die allerdings auch wieder sehr stark von der Dominanz der Europäischen Union und dem Dogma des Binnenmarktes bestimmt ist. Also das ist ein ganz wesentlicher und zentraler Krisenfaktor. Wir haben nach wie vor die Situation, dass die grundlegenden Konstruktionsmängel des Euroraums weiter bestehen, nicht gelöst sind. Ich sage mal Stichwort Italien, steigende Zinsen. Das Problem Griechenland existiert nach wie vor. Durch die Euro-Krise sind die wirtschaftlichen Ungleichgewichte in Europa nicht geringer geworden, sondern größer geworden. Ich will das an einem Beispiel sagen. Wenn 2008 Griechenland ein Bruttoinlandsprodukt hatte, das ca. 60% des deutschen Bruttoinlandsprodukts ausmachte und heute nur 47% des deutschen Inlandprodukts hat, dann zeigt das, welche gravierenden Auswirkungen die europäische Austeritätspolitik gehabt hat und dass eben Europa nicht zusammengewachsen ist, sondern dass die Staaten in Europa sich auseinanderentwickelt haben und großes soziales Elend und große soziale Verwerfungen organisiert und geschaffen wurden. Und das Ganze ist nicht zu trennen von dem Aufstieg des Rechtspopulismus, der angesichts dieser krisenhaften Entwicklung der jahrzehntelangen neoliberalen Politik mittlerweile Nationalismus, Chauvinismus und Rassismus wieder hoffähig gemacht hat und zum innenpolitischen Mobilisierungsthema gemacht hat. Und wenn wir uns ansehen, dass mittlerweile in Österreich die Rechtspopulisten in der Regierung sitzen, dass in Frankreich die Front National wieder im Aufstieg begriffen ist, dass wir mit den Visegrad-Staaten in Europa, mit der PiS-Regierung in Polen, mit der ungarischen Regierung eine Regierung haben, die nationalistisch, chauvinistisch ist und die demokratische Rechte wie Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit einschränkt, dann zeigt das deutlich, wir müssen um dieses Europa, für ein demokratisches und soziales Europa kämpfen. Und das muss unsere zentrale Aufgabe in diesem Wahlkampf sein, liebe Genossinnen und Genossen. Und die Frage stellt sich uns natürlich, in welche Konstellation gehen wir in diesem Wahlkampf, was die Bundesrepublik Deutschland angeht. Da haben wir auf der einen Seite auch in der Bundesrepublik die autoritäre Rechte mit der AfD, aber nicht nur die AfD, sondern auch der rechte Flügel der Union. Wenn man sich jetzt ansieht, wie der innerparteiliche Wahlkampf der Union stattfindet und wenn Friedrich Merz und Jens Spahn das Thema Migration, Angriffe auf das Asylrecht, auch versuchen zum Mobilisierungsthema in diesem innerparteilichen Wahlkampf zu machen, dann sieht man, welche Rechtsverschiebung im politischen Spektrum stattfindet. Und gleichzeitig haben wir einen Block von, sage ich mal, dem eher liberalen Flügel, dem Merkel-Flügel innerhalb der CDU, SPD und Grünen, die sagen, Europa ist unser Projekt, Europa ist in einer schwierigen Lage und wir wollen da jetzt ein paar Korrekturen anbringen. Aber sie machen keine wirklich grundlegenden Veränderungen. Ich will das an einem Beispiel deutlich machen. Da hat der französische Präsident vor langer Zeit ja vorgeschlagen, wir brauchen ein Eurozonenbudget, aus dem auch Investitionen finanziert werden können. Dann gab es die Einigung mit der Bundesrepublik Deutschland, da gab die berühmte Meseberger Erklärung, wo dann das Ergebnis rauskam, ja, es soll ein Eurozonenbudget geben, einen Haushalt der Eurozone, aber das ist gekoppelt
an neoliberale Strukturreformen. Das ist wieder mit Auflagen verbunden. Das heißt, diese autoritäre Politik von Deutschland wird fortgesetzt. Und das Gleiche gilt, wenn es um den europäischen Währungsfonds geht, der auch stattfinden soll. Auch das ist an die Stabilitätskriterien gebunden, auf eine rigide Haushaltspolitik, an Sparpolitik. Da sage ich, dieses weiter so, da müssen wir gegen mobilisieren, da müssen wir ein klares Stoppschild stellen. Das ist nicht unser Europa, sondern wir wollen ein Europa, in dem es eine Solidarität zwischen den europäischen Staaten gibt, in dem es eine ausgewogene wirtschaftliche Entwicklung ohne autoritäre Auflagen. Das ist das, was wir in diesem Europa vertreten und in diesem Europawahlkampf, wie wir da auftreten sollten. Und wir haben uns im Vorfeld dieses Wahlkampfs ja auch intensiv beschäftigt mit den politischen Stimmungen, wie man das so macht, wenn man einen Wahlkampf vorbereitet, Umfragen durchführen lassen, ausgewertet, in Fokusgruppen diskutiert. Und in dem Spektrum, das für uns ansprechbar ist, Wählerinnen und Wähler von uns, welche die zwischen uns, SPD, Grüne, schwanken, ist eine ziemlich signifikante Erkenntnis. Nämlich erstens, die überwältigende Mehrheit hat ein grundlegendes, positives Verhältnis zur europäischen Integration, aber gleichzeitig sagen sie, wir wollen dieses Europa verändern. Und ich glaube, das sollte das Grundthema in diesem Wahlkampf sein. Wir müssen keine Diskussion führen, Katina hat es schon angesprochen, für oder gegen die europäische Integration, sondern ich finde, unsere Aufgabe ist, wir müssen die Europäische Union als Feld der politischen Auseinandersetzung und als Kampffeld annehmen und sagen, wir kämpfen hier in dieser Europäischen Union, in diesem Staatengeflecht, in diesem Institutionengeflecht, für unsere politischen Inhalte, für unsere Ziele. Und wir brauchen keine Auseinandersetzung dafür, finden wir jetzt Europa gut oder finden wir Europa schlecht. Nein, es ist Realität und das ist ein Feld der Auseinandersetzung, in dem wir für unsere positiven Ziele kämpfen und sagen, wir wollen ein anderes Europa, wir wollen ein Europa, das sozial ist, wir wollen ein Europa, das friedlich ist, das ökologisch ist und das demokratisch organisiert ist. Und liebe Genossinnen und Genossen, ich glaube, darauf können wir uns doch gemeinsam verständigen in diesem Wahlkampf und uns engagieren. Und ich finde, wir können gute Themen setzen. Wir haben auf der einen Seite eine rigide Politik der Haushaltspolitik von Seiten der Europäischen Union über den Europäischen Fiskalpakt, der noch eine Verschärfung der deutschen Schuldenbremse darstellt, der Investitionen blockiert. Gleichzeitig haben wir im Rahmen der verstärkten militärischen Zusammenarbeit, PESCO, worauf sich ja jetzt alle verständigen können. Wir brauchen mehr militärische Zusammenarbeit und wir brauchen Aufrüstung in der Europäischen Union. Und wir wollen insbesondere, auch das ein wichtiges Programm in der Europäischen Union, wir wollen die Straßeninfrastruktur verbessern, damit sie panzertauglich ist, was gegenwärtig nicht der Fall ist. Und liebe Genossinnen und Genossen, das Absurde ist, dass an diesem Punkt gesagt wird, da können die Stabilitätsregeln durchbrochen werden. Da sagen wir, nein, wir wollen Abrüstung, aber wir wollen eine Öffnung in dieser Stabilitätsregel für Investitionen in die soziale Infrastruktur, in den öffentlichen Verkehr, in den Schienenverkehr, in das Gesundheitswesen etc. etc. Das, glaube ich, können wir im Wahlkampf deutlich machen, was unsere andere Vorstellung von Europa ist, statt Aufrüstung, Investitionen in das Soziale, in die öffentliche Infrastruktur, die Stärkung des Öffentlichen. Das, glaube ich, das können wir im Wahlkampf gut vertreten und mobilisieren. Und wir wollen kein Europa, in dem unter dem Dogma des Binnenmarktes und des freien Wettbewerbs alle Standards immer weiter nach unten reguliert werden, sondern wir wollen soziale Mindeststandards. Wir wollen einen europäischen Mindestlohn. Und dafür sollten wir mobilisieren, damit eben nicht dieser endlose Wettlauf nach unten um die niedrigsten Löhne, um die schlechtesten Arbeitsbedingungen stattfindet. Und wir wollen auch eine europäische Arbeitslosenversicherung. Aber auch da will ich einen Unterschied deutlich machen. Wenn Olaf Scholz erklärt, er ist auch für eine europäische Arbeitslosenversicherung, dann sagt er zwei Dinge. Erstens,
Sie soll finanziert werden, auch wieder über Beiträge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und zweitens soll die Nutzung von Mitteln aus dieser europäischen Arbeitslosenversicherung, das heißt, wenn ein Land in Europa in wirtschaftliche Schwierigkeiten kommt und Unterstützung aus der europäischen Arbeitslosenversicherung braucht, dann soll auch das wieder an Bedingungen und Strukturreformen gebunden werden. Unsere Position ist eine andere. Wir wollen, dass Länder unterstützt werden ohne Kondition und zum Zweiten, dass diese europäische Arbeitslosenversicherung nicht gespeist wird aus den Beiträgen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, weil das würde ja zu der absurden Situation führen, wir konkurrieren mit unserer massiven Exportoffensive andere Volkswirtschaften runter und dann sollen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Bundesrepublik auch noch dafür bezahlen. Das ist eine absurde Konstruktion, sondern wir sagen, wir wollen, dass diese europäische Arbeitslosenversicherung durch die Besteuerung der Gewinner oder der Reichen und Superreichen finanziert wird und dass es eben nicht von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern finanziert wird. Das, glaube ich, macht den Unterschied deutlich und darüber machen wir klar, wir ordnen uns nicht ein in diese beiden Lager, sondern wir beziehen eine dritte Position. Und es ist selbstverständlich, wir wollen auch Mindeststandards bei der Besteuerung, wir wollen effektive Maßnahmen gegen die Steuerflucht und wir wollen endlich eine effektive Regulierung des Bankensektors. Und liebe Genossinnen und Genossen, Katina hat es schon angesprochen, eines der zentralen Themen der politischen Auseinandersetzung ist das Thema Flucht und Migration. Auch da, finde ich, stellen wir die Frage nach europäischer Solidarität. Und da ist es auch eine Frage der Auseinandersetzung mit der Politik der Bundesregierung. Als die Flüchtlinge in Italien in Lampedusa angekommen sind, vor vielen Jahren, gab es eine Verweigerung von Seiten der Bundesrepublik Deutschland zur Aufnahme dieser Flüchtlinge, wurde verwiesen auf das Dublin-Abkommen. Die sind ja jetzt in Italien angekommen und deshalb nach den Dublin-Regeln müssen sie da auch bleiben. Keine europäische Solidarität. Anschließend, nachdem viele Flüchtlinge nach 2015 in der Bundesrepublik angekommen sind, wurde auf einmal die europäische Solidarität gefordert. Dass das natürlich nicht funktioniert, wenn man vorher den nationalen Egoismus propagiert und anschließend die Solidarität, dass man dann Widerstand erntet, ist kein Wunder. Und ich finde, unsere Position muss sein, ja, wir wollen die europäische Solidarität und vor allen Dingen wollen wir ein Ende dieser Abschottungspolitik, die stattfindet. Wir wollen das Ende des Sterbens im Mittelmeer. Wir wollen, dass jeder das Recht hat, an die europäischen Außengrenzen sicher zu gelangen und dort seinen Asylantrag stellen zu können. Und zwar ohne irgendwelche Sonderlager etc. etc. Das ist eine Selbstverständlichkeit, liebe Genossinnen und Genossen. Und deshalb sollten wir klar Positionen beziehen und sagen, wir wollen statt der Aufrüstung von Frontex, wir wollen statt dieser schmutzigen Deals mit der Türkei und diesem Terrorregime in Libyen, wollen wir Seenotrettung statt Frontex. Das ist unsere Antwort und wir wollen ein Ende dieser schmutzigen Deals mit diesen Diktatorenregimes, die die Flüchtlinge im Interesse Deutschlands außen vor halten. Das ist nicht das, was wir unter einem Europa, das weltoffen und das solidarisch ist, verstehen. Und, liebe Genossinnen und Genossen, dazu gehört natürlich auch, dass wir eine andere europäische Handelspolitik wollen. Dass wir eine Handelspolitik wollen, die nicht dazu führt, dass die lokale und regionale Ökonomie zum Beispiel in den afrikanischen Staaten zerstört wird, sondern wir wollen einen fairen Handel und nicht ein Niederkonkurrieren und eine Zerstörung dieser regionalen Ökonomien, die dazu führt, dass Menschen nach Europa fliehen müssen, weil ihnen die Existenzgrundlage durch die europäische und die deutsche Politik entzogen wird. Ich glaube, auch hier müssen wir klar Position beziehen und sagen, wir wollen hier eine grundlegende Veränderung und nicht nur kosmetische Korrekturen im Interesse der Konzerne, so wie das Merkels Afrikapolitik gegenwärtig der Fall ist. Und zur Solidarität, was Flüchtlingspolitik angeht, gehört auch, wir wollen, dass Flüchtlinge, sowas, das ist die Formulierung, die wir in unserer internen Diskussion haben,
einen Rucksack bekommen. Das heißt, jede Kommune, die geflohene Menschen aufnimmt, bekommt nicht nur einen Zuschuss dafür, für die Kosten, die damit verursacht sind, für Unterkunft, für Wohnungen, sondern sie bekommt einen Zusatzbeitrag für Investitionen im Interesse der Kommunen. Damit können wir deutlich machen, mit einer solchen Politik, dass auch gegenüber denjenigen, die Ressentiments haben und sagen, für die Flüchtlinge wird alles Mögliche getan, aber für uns nicht, zu sagen, für jeden Flüchtling, der zu euch in die Kommune kommt, bekommt die Kommune noch ein Extra obendrauf, damit für diese Kommune was getan werden, damit die Gesundheitsversorgung wieder funktioniert, damit öffentlicher Personennahverkehr wieder funktioniert. Ich glaube, das ist eine Politik der Solidarität und das sollten wir von einem Europa, das den Namen solidarisch verdient, erwarten, liebe Genossinnen und Genossen. Und wir werden in diesem Wahlkampf auch das Thema eines konsequenten Klimaschutzes aufrufen müssen. Die Grünen haben ja so dieses Image, dass sie die Klimapartei sind. Letztendlich, wenn man sich aber ihr Programm anguckt, haben sie sich zwar den Klimaschutz auf die Fahnen geschrieben, aber sie schrecken letztendlich an den Punkten zurück, wo es wirklich um die Auseinandersetzung mit den Kapitalinteressen geht. Und wir sagen, Klimaschutz wird mit einem grün angestrichenen Kapitalismus nicht wirklich gehen. Wer konsequenten Klimaschutz will, der muss eine Energiewende haben, die sich mit den Energiekonzernen anlegt. Wer einen konsequenten Klimaschutz haben will, der muss eine Verkehrswende haben, die sich mit der Automobillobby anlegt und die Auseinandersetzung führt. Und wer eine Agrarwende will, was sehr zentral ist für den Klimaschutz, der muss gegen den agroindustriellen Komplex und gegen die Chemieindustrie die Auseinandersetzung führen und in den Konflikt gehen. Und deshalb, liebe Genossinnen und Genossen, sollten wir uns das Motto Klimaschutz oder Kapital durchaus zu eigen machen und in diesem Wahlkampf deutlich machen. Wir wollen radikale Maßnahmen des Klimaschutzes, weil sonst wird der Planet nicht gerettet werden können, sonst werden die Klimaziele nicht erreicht werden können. Und ich habe es vorhin schon angesprochen, das Thema PESCO und Aufrüstung, das ist für uns als Partei ein wirkliches Alleinstellungsmerkmal und wir sollten das prominent in diesem Wahlkampf machen. Wir sind die Partei, die konsequent gegen die Überlegung auftritt, eine europäische Armee einzuführen. Wir sind die Partei, die statt Aufrüstung der Europäischen Union Abrüstung verlangt. Und wir sind die Partei, auch das nochmal zur Erinnerung, weil wir immer die Diskussion haben, wollen wir mehr oder weniger Europa haben. Nein, ich will nicht mehr Europa in der Rüstungspolitik. Ich will, dass in der Bundesrepublik Deutschland darüber entschieden werden kann, ob Soldaten in das Ausland geschickt werden oder nicht. Die deutsche Bundeswehr soll nach wie vor eine Parlamentsarmee bleiben, solange sie existiert, über die das deutsche Parlament verfügt und nicht irgendwelche europäischen Institutionen, auf die wir keinen Zugriff haben, liebe Genossinnen und Genossen. Und selbstverständlich ist die Frage der Demokratisierung ein zentrales Thema. Die zentralen Entscheidungen in Europa werden letztendlich im Rat getroffen. Das heißt, von dem Gremium, in dem die nationalen Regierungen zusammenkommen. Das Europäische Parlament hat kein Initiativrecht für eigene Gesetze. Es hat kein wirkliches Budgetrecht. Und deshalb sollten wir für eine Stärkung des Europäischen Parlaments gegen dieses Gremiums Europäischer Rat eintreten. Und wir sollten für eine Stärkung der europäischen Volksentscheide eintreten. Es gibt die Europäische Bürgerinitiative, die durchaus erfolgreich war in dieser Kampagne Wasser ist ein Menschenrecht. Aber das ist kein durchgreifendes Entscheidungsrecht. Darüber können keine europäischen Entscheidungen getroffen werden, sondern das ist letztlich eine Petition an die europäischen Institutionen. Wir wollen, dass es wirklich durchgreifende und konsequente Volksentscheide geben kann auf der Europäischen Union, auf der europäischen Ebene, damit die Menschen sich auch wehren können, gegen bestimmte Entscheidungen und eine andere Politik durchsetzen können. Und Katina hat es auch schon angesprochen, wir sollten im Wahlkampf deutlich machen, dass wir uns mit den Kämpfen, die es in Europa gibt, verbinden. Ryanair ist schon genannt worden.
Amazon ist eine europäische Auseinandersetzung, ein europäischer Streik. Der Kampf um die Seenotrettung, die Auseinandersetzung, die Mobilisierung, das Netzwerk Solidarity Cities, wo sich Städte, die solidarisch mit Flüchtlingen sind, zusammengeschlossen haben, das ist europäische gelebte Solidarität von unten. Das sollten wir im Wahlkampf deutlich machen, dass das unser Europa ist, das Europa von unten und das Europa der Solidarität, liebe Genossinnen und Genossen. Und darüber sollten wir uns auch von anderen unterscheiden. Und deshalb sage ich noch mal, die Debatte über mehr oder weniger Europa, wollen wir mehr oder weniger Integration, ist eine Scheindebatte. In bestimmten Bereichen wollen wir mehr Europa, ja. Wenn es darum geht, dass wir sagen, wir wollen einen europäischen Mindestlohn, wir wollen verpflichtende soziale Standards, wir wollen zum Beispiel das Recht auf eine Krankenversicherung und Gesundheitsversorgung für jeden Menschen in Europa. Ist doch ein absurder Zustand, wenn ich in Griechenland bin und mir was passiert und ich krank bin und ich da in ein Krankenhaus gehe, bin ich versichert. Der Grieche ist nicht versichert, oder jedenfalls viele. Das ist eine Absurdität und deshalb sagen wir, wir wollen an dieser Stelle wollen wir verbindliche Standards und dass die Europäische Union auch verpflichtet ist, da nicht in nationales Recht einzugreifen, sondern eher Standards zu akzeptieren. Und gleichzeitig sagen wir, wollen an bestimmten Punkten auch weniger Europa. Wir wollen in der Rüstungspolitik weniger Europa. Wir wollen, wenn es um die Regeln des Binnenmarkts geht, wenn zum Beispiel mit dem Argument des Binnenmarktes von Seiten des Europäischen Gerichtshofs Privatisierung, Streikrechte eingeschränkt werden, dann sagen wir, an dieser Stelle wollen wir weniger Europa, sondern wir wollen das Recht der Kommunen auf jeden Fall darüber zu entscheiden, wie sie bestimmte öffentliche Aufgaben erfüllen will, ob sie das in öffentlicher Regie tun will oder, was ich nicht vorschlagen würde, in privater Regie. Aber das ist das Recht der Kommune, das zu entscheiden und nicht von europäischen Regeln. Also insofern sollten wir uns an dieser Stelle nicht verkämpfen. Und ich glaube, wenn wir uns darauf verständigen, wir gehen in diesen Wahlkampf mit der Position, wir wollen dieses Europa nicht der autoritären Rechten und nicht den Neoliberalen überlassen. Wir wollen dieses Europa als weltoffenes, als solidarisches Europa. Und wir kämpfen für unsere Ziele, für soziale Standards, für eine Abrüstungspolitik und für eine neue Entspannungspolitik, auch gegenüber den Teilen Europas wie Russland, die nicht Bestandteil der Europäischen Union sind. Und wir kämpfen dafür, dass dieses Europa solidarisch ist gegenüber Menschen, die auf Flucht sind und die teilweise auch durch die Politik der Europäischen Union in die Flucht getrieben worden sind, weil ihnen die Lebensgrundlage unterzogen sind. Liebe Genossinnen und Genossen, ich glaube, vor dem Hintergrund der Mobilisierung, die wir in den letzten Jahren hier erlebt haben, gegen rechts, für eine solidarische Politik, für eine soziale Politik, dass wir dann in diesem Wahlkampf gut bestehen können und dass wir uns auf diesen Konsens verständigen sollten und jetzt geschlossen in diesen Wahlkampf gehen. Ich glaube, dann haben wir eine gute Chance, hier auch erfolgreich diesen Wahlkampf zu bestehen und in der Auseinandersetzung zu gewinnen. Besten Dank für eure Aufmerksamkeit. Applaus